Das Helikopterunternehmen Heli Austria steht häufig in den Schlagzeilen. In den letzten 20 Jahren ist es immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Mehrere Hubschrauber des Unternehmens sind abgestürzt. Piloten und auch Unbeteiligte sind dabei ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern dieser Unglücksserie ist auch der Vater des derzeitigen Firmenchefs. Als Pilot des Papstes ist er bekannt geworden. Johann Knaus fliegt im Jahr 1983 Johannes Paul II. Von Wien nach Mariazell. Die Beförderung des Heiligen Vaters trägt zum Renommee des jungen Flugunternehmens bei. Doch Ende der 80er Jahre beginnt eine unheilvolle Serie von Hubschrauberunfällen. Dreimal stürzt Johann Knaus mit seinem Helikopter ab. Zweimal überlebt der erfahrene Pilot. Der dritte Absturz 1997 in Großarl in Salzburg endet tödlich. Sein damals 18-jähriger Sohn Philipp überlebt nur knapp. Im Februar 2004 setzt sich die fatale Unglücksserie bei Heli Knaus fort. In St. Johann im Pongau stürzt der Rettungshelikopter Martin 1 ab. Eine an Bord befindliche deutsche Skiurlauberin kommt dabei ums Leben. Ein Notarzt und ein Sanitäter werden schwer verletzt. Nur wenige Monate später stirbt bei einem Hubschrauberabsturz in Dschagunz im Vorarlberger Montafon ein 33-jähriger Pilot. Ein verheerender Unfall erschüttert im September 2005 das Skigebiet Sölden in Tirol. Ein Knaus-Hubschrauber verliert über einer Seilbahngondel einen etwa 750 Kilo schweren Betonkübel. Die Gondel wird in die Tiefe gerissen. Aus einer zweiten Kabine werden 6 Skifahrer hinausgeschleudert. Für 9 Deutsche, darunter 6 Kinder, endet das Unglück tödlich. 2009 verliert ein Transporthubschrauber eine Tonne Holz über einer Berghütte in Tirol. Wie durch ein Wunder gibt es keine Verletzten. 2010 stirbt allerdings wieder ein Pilot beim Absturz eines Knaus-Helikopters in Mariaalm in Salzburg. Und 2011 kann ein Pilot gerade noch ein Unglück verhindern, als sein Fluggerät auf dem Dach der Innsbrucker Klinik völlig außer Kontrolle gerät. Inge-Maria Limbach hat berichtet.